Die bereits 1954 in das Typenprogramm aufgenommene E50 galt zu jener Zeit als größte und leistungsfähigste E-Lok der Deutschen Bundesbahn. Im Januar 1957 wurden die ersten beiden Serienmaschinen geliefert. Zunächst mit TAZ-Lagerantrieben und Speichenradsätzen ausgerüstet, erhielten ab E50026 alle Maschinen Gummiringfederantriebe und geschlossene Radsätze. Bis 1973 übernahm die Bundesbahn 194 Lokomotiven. Die Maschinen bewährten sich ausgezeichnet im schweren Güterzugdienst. Nach der Wende kamen Loks dieser Baureihe auch regelmäßig nach Ostdeutschland, unter anderem nach Weimar und Magdeburg. Die letzten Exemplare der Baureihe 150 wurden erst 2003 von der DB AG ausgemustert. Das Pico TT-Modell der markanten Elektrolokomotive überzeugt mit einer akribischen Umsetzung der Gehäuseform, angesetzten Griffstangen, scharf gravierten Drehgestellblenden und filigranen Metallpantographen. Die Pico-Loks der Baureihe 150 berücksichtigen die typischen Merkmale der Epoche 5, wie zum Beispiel die authentischen Rechteckpuffer. Für besonderes Staunen sorgen die vielen angesetzten Details. Dazu zählen mehrere Dachaufbauten und Lüfter, filigrane Laufroste, feine Aufstiegsleitern, freistehende Türhandläufe und Handgriffe. Die tief gravierten Drehgestelle besitzen stimmig gestaltete Bremsbacken, Sifa, Sandkästen und die Fettschmierpumpe. Feinste Isolatoren, Pfeifen, Auftritte und die originalgetreue, unterschiedliche Anordnung der Maschinenraumfenster ergänzen den perfekten Gesamteindruck der Pico TT Baureihe 150. Die serienmäßig eingebaute Führerstands- und Maschinenraumbeleuchtung sowie die fahrtrichtungsabhängig funktionierenden Schlusslichter sind mit einem Next 18 Decoder digital schaltbar und erhöhen so den Spielwert der formschönen Lok. Das Modell erscheint mit zwei Haftreifen, besitzt eine Next 18 Digitalschnittstelle und ist für eine einfache Nachrüstung mit einem entsprechenden Decoder vorbereitet. Die Soundausführung verfügt ab Werk über einen eingebauten modernen Pico Smart Decoder 4.1 Sound der neuesten Generation. Der verbaute Lautsprecher ist genau auf den Loktyp abgestimmt. Viele lokspezifische Geräusche wie Motorsound, Signalhörner, Bremsenquietschen und weitere typische Geräusche der Baureihe 150 sind abrufbar. Auf Abstellgleis 91 bereit zum Umsetzen auf Zug. Verstanden. Bremsschläuche und Hakenkupplungen zum Nachrüsten liegen bei. Mit der Baureihe 150 der DB AG erfüllt Pico einen viel geäußerten Wunsch nach einem Modell dieser bedeutenden Lokfamilie. Die attraktive Pico-Lokomotive setzt mit ihren technischen Highlights und der hohen Fertigungsqualität einmal mehr neue Maßstäbe für TT-Fahrzeuge. Dadurch ist sie schon jetzt ein Highlight auf jeder Anlage.